Allein im Wald, ausgesetzt in einer verschlossenen Katzenbox. Die kleine Jack Russell Terrier-Hündin wird nur durch Zufall von Fußgängern gefunden, weil die im Wald abseits des Weges spazieren gehen. Die Finder und die Polizei trauen sich nicht, die Box zu öffnen, rufen Oliver Reiling zur Hilfe. Dann hat sie ziemlich laut gefiept und gebellt, sodass dann Passanten, also Spaziergänger, die da gelaufen sind, haben sie glücklicherweise gefunden, wussten in dem Moment natürlich auch nicht, was ist mit dem Hund. 3 Tage lang in der Box gefangen. Das vermutet Oliver Reiling, ohne Wasser und Nahrung. Die Hündin ist schwach und ausgehungert. Für den Tierschützer ist klar, ihre Besitzer wollten das Tier auf diese grausame Art entsorgen. Wenn der Hund gestern nicht gefunden worden wäre, vielleicht heute oder morgen erst, möchte ich nicht wissen, wie es ausgegangen wäre. Warum tun Menschen so etwas Grauenhaftes? Die Verletzung am Auge und die Angst vor einer teuren Tierarztrechnung könnten der Grund sein. Vielleicht war der Hund vorher bei irgendeinem Tierarzt oder auch schon in einer anderen Klinik und da wurde halt gesagt, kostet Betrag X und das vielleicht der Grund war, sich dem Hund auf diese üble Art zu entledigen. Oder hat der Tierquäler den Hund sogar absichtlich verletzt? Oliver Reiling will das von einer Tierärztin abklären lassen. Birgit Körschgen schaut sich das verletzte Auge an. Bei der Untersuchung wird klar, das linke Auge der Hündin ist wahrscheinlich schon seit der Geburt blind. Mit dem Auge kann er nichts sehen und wird er leider auch nichts mehr sehen. Das Auge ist deutlich verkleinert. Wenn man das mit dem anderen Auge vergleicht, ist es viel zu klein. Und die Linse im Auge, die normalerweise hier fest verankert ist, ist komplett verkippt und liegt ganz woanders. Hier unten nach hier hinten ist sie verkippt. Normal sollte sie so stehen. Das heißt, da ist kein Sehvermögen mehr zu erwarten. Zum Glück ist das andere Auge gesund. Die Hündin kann also genug sehen, um zurechtzukommen. Doch erstmal muss sie noch bei Oliver bleiben, denn die Polizei sucht immer noch nach dem Tierquäler, der sie ausgesetzt hat. Sie ist ja jetzt erstmal polizeilich beschlagnahmt, sichergestellt. Irgendwann wird die Staatsanwaltschaft dann eine Verfügung machen, dass der Hund freigegeben wird. Und wenn der Hund freigegeben worden ist von der Staatsanwaltschaft, dann darf der Hund auch vermittelt werden. Aber solange bleibt er sichergestellt ist, darf er natürlich nicht vermittelt werden. Die Kosten für die Untersuchung zahlt der Tierschutzverein Fliedetal. Oliver macht das alles ehrenamtlich mit Geld von Spendern. Er hofft, dass der Tierquäler bald geschnappt wird und die Hündin vermittelt werden kann.